Herzlich willkommen, es geht weiter mit unserem Let's Play zu Monkey Island 3. Mit wem bin ich wieder dabei? Mit Herrn? Matze. Genau. Und wir haben endlich diese verdammte Fechtwettbewerbe da, Fechtkämpfe, Beleidigungswettkämpfe endlich hinter uns, weil das haben wir doch gehasst wie die Hölle, ne? Weißt du noch? Ja, auf jeden Fall, ja, das war der größte Dreck im ganzen Spiel, glaube ich. Ja, das ist wirklich so. Das ist nur eine müde Kopie von dem Monkey Island. Das ist langweilig halt, wenn du die anderen Teile schon kennst, gerade in der ersten. Das ist nur so ein billiger Abklatsch davon. Das war auch nur ein billiger Abklatsch. Aber jetzt sind wir auf einer Insel angekommen, die wirklich eigentlich herrlich ist. Von der Atmosphäre her, nachts wieder, so wie Scap, ne? Ja. Aber wirkt halt ein bisschen freundlicher so als Scap. Teilweise. Hat nicht diese raue Atmosphäre, wie Scap hat. Ja, ich finde auch, die Musik ist relativ gut gelungen in auch, dem Spiel. Ja. Auch hier zum Beispiel diese Musik bei der Übersicht von der Karte ist einfach herrlich. Ne? Und diese Lichter, ne? Und diese Wolken hinten, das hat alles echt so eine beruhigende Wirkung. Ne? Ja, das haben sie wirklich nochmal schön gemacht. Im Gegensatz zum vierten Teil, der danach kam, das war dann gar nichts mehr. Ja, und vor allem, das habe ich einfach mal so laufen lassen, wie du mal sagtest, und einfach nur so ein bisschen der Musik zugehört, ne? Ja. Das ist echt eine feine Sache. Ich finde, Blood Island ist einer der schönsten Plätze überhaupt bei der Monkey Island Saga, also, finde ich. Also, die Insel jetzt hier, meinst du? Ja, also eine der schönsten Inseln im ganzen Monkey Island Universum. Warte mal. Muss man hier noch irgendwas nehmen? Nee, ne? Ne, wir müssen jetzt in das Hotel, glaube ich, ne? Hier war doch auch die Stelle, wo, wenn du länger wartest, dann irgendwie kommst du in Teil 1 oder irgend sowas war doch da, ne? Wirklich? Ja, weiß ich gar nicht. Nee, das ist irgendwo... Ach nee, wenn du mehrmals ins Wasser reingehst, tausendmal ins Wasser und irgendwann gehst du rein und bist du im ersten Teil dann unter Wasser da, wo du die Idol holst. Genau. Also, aber ich glaube, es gibt noch eine andere Stelle und zwar in der Grabstätte da hinten, ne? Gibt es noch irgendwo, wo du durch einen Baumstamm kommst, kommst du da wieder in den Wald von Monkey. Das ist echt geil. So, und ich finde auch dieses Hotel so geil mit diesen Lichtern, ne? Und hinten die Wolken, ey, das ist echt geil. Also, das ist eigentlich die schönste Stelle in Monkey Island 3, finde ich. Ja, finde ich eigentlich auch. So, müssen wir, glaube ich, uns jetzt von dieser Madame Xima, was weiß ich ja noch, diese Wahrsagerin, weißt du noch? Ja. Von der müssen wir uns, glaube ich, 5 Karten besorgen. Der Typ in der Bar, der ist auch so fertig, ne? Der muss ja auch wieder beleben. Der sieht irgendwie so aus wie ich, nach dem Saufen immer. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo! Ah! Ah, diesmal geil mit diesem ah! Sei leise, kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Hi, ich bin Guybrush und du bist? Ich bin nicht, was Madame Xima. Fünf Tarotkarten, glaube ich. Und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, sie sind eine Hellseherin. Das. Zieht ihr nicht so eine Todeskarte? Wie auch immer. Ja, die ganze Zeit. Die hat ja nur Todeskarten, ne? Das ist auch geil. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Ja, ich will es aber. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, aber die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Das ist auch du geil. Bist nicht, ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird. Hier, guck mal, Geil war schon wieder. Bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal aussagen? Ist eine oder? Coole Sau hier. Ich scherze nicht. Er steht einfach so. Ja, jetzt sag mir doch. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Wahrscheinlich. die Figur Guybrush, so von den ersten beiden Teilen, war halt nicht so groß und schlagsig, ne? Ich weiß. Ab dem dritten haben die den so schlagsig gemacht. Ja, aber ich finde, das passt zum Rest der Cartoon-Atmosphäre, weißt du? Ja, das stimmt. Content Flair. Ich finde es auch nicht schlimm. Man muss ja auch nicht immer alles suchen nach Fehlern, weißt du? Der vierte Teil ist Müll, da sind sich alle einig, aber... Da sind sie wirklich alleine. Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes Ah? Es ist der Tod. Ja, die hat ja nur diese Karten, ne? Bedeutet Tod nur Veränderung. Ja, ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte. Oder? Ich weiß immer noch nicht, wie ich das abbreche, die Dialoge. Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. So, müssen wir uns die Karte schnappen. Und dann müssen wir das jetzt viermal wiederholen, mal, ne, leider. Ein dreiköpfiger Affe. Oh, da sind die Prophezeiungen also wahr. Wo?
Ich merke ja gerade, wie geil die Musik ist hier im Hintergrund. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Ja, die ist sehr, sehr stimmig, ne? Ja, die ist echt absolut genial. Also Monkey Island 3 kommt ja generell fast an die 1 und 2 ran, eigentlich. Es fehlt halt nur dieser Kultstatus und diese alte Grafik und der Witz, der teilweise noch besser war, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wieder also, einmal, es ist der Tod. Naja, man kann aber manches. Trotzdem zähle ich Monkey 3 als eines der besten Adventures, die jemals rausgekommen sind. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch gut, dass es noch kam, ne? Deswegen. Vor dem Desaster, ne? Aber ist auch irgendwie komisch, ne? Die Nummer 4 ist ein Desaster bei Indiana Jones, bei den Filmen und hier bei Monkey Island genauso. Bei Lukas Film ist es wohl. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Ja, mit Indiana Jones auch. Da habe ich auch gesagt, er hätte es lieber lassen sollen, als solchen Scheiß zu machen, weißt du? Ja, genau. Wie auch immer. Lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Und Tales of Monkey Island war ja schon völlig abstruser Quatsch. Dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Das war so von irgendeiner Script-Software-Firma aufgekauft, okay. Um irgendwelchen Scheiß zu machen. Genau. Das hast du auch nie so richtig aufkommen gehört, ne? Das ist jetzt, ich habe mal so ein paar Let's Plays gesehen. So, genau. Das ist so ein ausgelutschter Dreck. Ja. Ich habe es mal mir ausgeliehen, Mann. Aber wie gesagt, das ist gleich deinstalliert. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Hast du ein bisschen gespielt oder was? Ja, das war so übel, ne? Sag mal, wie viele Karten brauchen wir überhaupt? 5, ne? Warte mal, ich guck mal eben ins... Ich guck mal eigentlich nochmal ins... Also ja, warte. Haben wir... Ne, 4 haben wir. Ja. Eine brauchen wir noch, ne? Ist so nervig, ne? Wie wär's damit, wieso eigentlich nochmal die Tarotkarten zu legen? Du brauchst die, glaube ich, nachher, bei dem, wo du diesen Diamanten, bei diesem, auf dieser Pirateninsel. Hat sich gegen dich verschworen. Oh, okay. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorher. Guck mal, die sabbelt auch, ne? Okay, ich habe verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Nur noch einmal für... Verlasse dich. Aber der ist eh so cool, ne? Der steht da einfach, ja, so, lass mich raten. Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun, Dämon. Ist klar. Dämon. Ja, Dämon, ey, Alter, die ist die krank, die Alte. Na gut. Warte mal, so, dann müssen wir hier noch... Ach, die ist Glas, ne? Was müssen wir hier noch nehmen, Matze? Was war das hier? Irgendwas muss man hier noch von der Theke nehmen. Lass das in Ruhe. Würde bitte jemand diesen bei mir kommt das immer noch so dia-weise an. Ja, ich weiß. Gabriel ist sein Kopf schon weitergelaufen und der Körper stand noch da. So, das Sitzkissen müssen wir nehmen, aber irgendwie müssen wir um dieses leere Glas noch kommen. Ich weiß auch nicht wie. Ich hab keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas? Rezeptbuch? Mussten wir das nehmen? Das Rezeptbuch brauchen wir für irgendwas. Ja, ich glaub, das brauchst du, ja. Du musstest da irgendwie mit einem Rezept den irgendwie wiederbeleben, da irgendwie so ein... Ja, irgend sowas. Du musst ihn da wieder vom Kater befreien, genau. So, schauen wir nochmal hinten. Ich weiß noch, viel ist hier auswendig, ne, Matze? Zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Ich nehme ihn nicht. Ja. Den Kühlschrankmagneten. Ich habe das auch 2-3 Mal durchgespielt irgendwann. Oh, ich habe so gute 4-5-6-7 Mal durchgespielt. Also in meinem ganzen Leben meine ich jetzt, ne? Naja, ich auch. Das, wo ist eigentlich die Meißel? Ist das eine Meißel? Haben wir eine Meißel hier? Quatsch. Big Whoop. Ja, das ist auch geil, ne? Das sind so Anspielungen. Nee, da müssen wir hier, Ich möchte das nicht feststecken. Feststecken. Ja, was war Big Whoop eigentlich? War den Käse? War das wirklich ein Scheiß, oder? Big Whoop? Nö. Das ist ja eigentlich nur so eine Illusion. Das wirst du ja hier sehen, am Ende von Monkey Island 3. Da wird ja auch ein bisschen so weitergesponnen, ne? Die Sache mit Big Whoop. Aber eigentlich ist das totaler Quatsch. Also irgendwie hätten sie die Story ein bisschen besser nehmen können. Ja, ja. Warte. Achso, jetzt weiß ich ja, wo wir die... Ach man, ich habe mich wieder erinnert, wo wir die Hammer und Meißel hernehmen. Was noch hinten, wo so ein sabberner Hund war? Bei dem Totengräber? Ja, ja, genau. Ja, von der Stimmung her ist schon mit eines der besten Orte hier. Ja. Die Musik ist ja auch geil gerade. Ist jetzt gerade die Friedhofsmusik, ne, in der neuen Version. Also diese von Monkey Island 2, ne, von dem Friedhof. Das ist herrlich, also herrlich, echt.
Das ist auch so eins der Spiele, das werde ich auch, genauso wie mein Kalender 1 und 2, nicht so stark, aber ich werde ich auch, glaube ich, nie vergessen, weißt du? Der Köder, ey. Der ist echt, der hat eine Sonnenbrille oder was? Ach ne, das sind solche Schlafdinger, ne? Solche Schlafdinger, ich dachte, das ist Sonnenbrille, wie komme ich jetzt auf? Oder? Ja, ja. Hä? Das möchte ich nicht. Ich weiß gar nicht, hat der NRW-Boy Mogi 3 auch schon gespielt? Ja, ich glaube schon, ja. Alter blinder Platz. Alter blinder Platz. Haben wir noch einen? Kannst du ja den Keks nehmen. Er hat mich gebissen. Er hat mich gebissen. Muss da irgendwie doch die Hundehaare nehmen, ne? Okay, Freund, ja, das, wird auch das ist, glaube ich, für den Anti-Kater-Drink da. So. Matze, sollen wir schon mal den Vulkan anschmeißen? Geht das so einfach? Ja, brauchen ja noch den Käse, ne? Ich weiß schon fast gar nichts mehr, ja, ey. Scheiß. Ich meine, wir brauchen... Aber das Gute ist, wir müssen nicht immer sehen, wie der läuft. Weißt du, was ich meine? Wenn du Doppelklick machst auf den Ort, ne? Wo du hingehst, dann bist du ja... Schneller hin. Da bist du sofort da, das weißt du aber, ne? Ja, das weiß ich. So, ich glaube, jetzt klappt es mit dem Käse. Das sieht so geil aus. Der steckt einfach die Meißel da irgendwo oben rein und zieht aber so ein Stück da raus, ey. Das ist echt, ey. Ja, los, raus hier, Mensch. Oh, die Musik, ey. Ist einfach nur herrlich. Ja, weißt du, da war doch irgendwas mit dem Vulkan und dem Käse. Ich glaube, da musste man irgendwie, weil der irgendwie göttlichen Durchfall hat, weißt du? Da musst du es irgendwie reinwerfen dann. Ja, irgend sowas. Hier diese seltsamen Lichter. Hier ist der Kannibalen auch wieder, ne? Naja, das ist, da gibt's auch wieder. Das sind unsere alten Bekannten von Monkey Island 1, ne? Das ist echt geil. Alter, wie lange läuft der da hin, Mensch? Sieht aber egal aus. Vor allem das Geile das hier ist, ne? Verlassen. Wie seltsam. Du hast hier so Sachen wie Warmhalteplatte. Sieht aus wie Nierenkuchen. Nierenkuchen. Guck mal, diese Obstgemüse, so eine dekorative Hauptfigur, ey, das ist echt Hammer. Als ob wir sowas sehr echt. Stilvoll. Aber dafür habe ich manche Leute ja immer echt geliebt. Ja, diese. Diese Anspielung auf Dinge, die 90. Diese Dinge, die eigentlich noch nicht in die Auto reinpassen. Ja. Tofu-Maske. Der hat sich das schön die Tofu-Maske in den Dings gesteckt, ne? In die Tasche, ja, alles klar. Die Tofu essen. Boah, was, das hast du mal gegessen? Ist vegetarisch geworden oder irgend so ein Scheiß, war das, oder? Das ist vegetarisch. Achso, ja, du meinst jetzt die Kannibalen. Die Kannibalen sind vegetarisch geworden, ja. Tofu-Block. Boah, ist das ekelhaft, ey. Das Ding musst du jetzt bearbeiten, ne? Das sieht wie eine Maske aus. Damit du nämlich, die denken, du bist einer von denen dann. Das sieht auch so geil aus, wenn er sich das anzieht, ey. Hä? Nee, warte mal, wie kann... Ach so, kann man das irgendwie benutzen oder was? Sieht geht's? Auch so geil aus. Mit der Maske sieht der Typ einfach geil aus. Vor allen Dingen Tofu-Block muss man so bearbeiten, dass du ihn aufsetzen kannst. Ich weiß, ich habe das Zeug noch nie angefasst, weißt du? Kennst du das nicht, Tofu? Er ist ja so ein bisschen bröselig. Ich kenn's vom Namen her, ich habe es aber nie gegessen. Ja, also geschmacklich kein Highlight. Nee, und vor allem, aber weißt du, ich verstehe eine Sache nicht, die Vegetarier, ne, die sind ja so schlau. Wenn die, wieso soll denn deren vegetarisches Essen so wie Fleisch aussehen? Irgendwas ist doch, stimmt doch mit denen nicht, dann sollen die das ganz lassen. Ja, das habe ich früher auch so gedacht, so, weißt du, aber bei vielen ist eben aber einfach so, dass sie da sagen, okay, ich mach's für die Tiere, weil ich mit dem, weil ich das... Ja, aber ich meine jetzt was anderes, wieso muss denn das so nach Fleisch aussehen und nach Fleisch schmecken, das Zeug, was die da essen?
Das ist ja viel, weil du auch so groß geworden bist, du brauchst halt irgendwie einen Ersatz, musst du das ersetzen. Du bist ja nicht zu, die meisten sind ja nicht so groß geworden, dass sie immer fleischlos gelebt haben. Ja, okay. Irgendwie das irgendwie, musst du irgendwie ersetzen, weißt du. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer. Zitrone auf Kopf, das ist auch geil. Ananas, Zitrone, Banane. Das Opfer, das besteht nur aus Früchten. Da ja, genau. Da unten sind Maiskolben, ne, die Beine. Ja, frei von allem Fett, ungesättigten, also, Alter, das ist so geil. Dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. So geil. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Geil. So, und jetzt muss man einfach den Käse in den Ding schmeißen, ne? Das weißt du alle gar nicht mehr, oder was? Nee. Also, okay. Ah ja, damit belebst du auf jeden Fall den Vulkan wieder, genau. Und fließt da unten im Restaurant wieder, ne? Weißt du, wofür wir das brauchen? So einen teerähnlichen Käse da oder irgendwas? Du hast einem laktoseallergischen Vulkan. Das brauchen wir, um... Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Warte, ich will ihm den Dialog abwarten. Um Haggis diesen Teerersatz zu geben. Ah, okay. Jetzt geht's los, ne? Ja. Tristan hier. Das sieht aber auch geil aus mit diesem Vulkanfluss da, ne? Hm. Das war wirklich eine 30 schon wirklich gewesen damals, wie so ein Trickfilm, den du spielst, ne? Also auf jeden Fall hat man damals absolut Bauklötze gestaunt. Weil das wirklich ein Trickfilm war zum Spielen. Das war eines der ersten Adventures mit so einer Qualität, ne? Ja. Du hattest ja vorher quasi... Ich hatte damals ein Computerbild, war es, glaube ich, da hatten sie das Spiel mal so getestet. Da ich erst gedacht, das ist ein Scheiß, was soll das? Und so was. Ja. Aber nachhinein war es doch gut. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir besorgen wir uns jetzt den Teermatze, ne? Also den Teersatz, da gehen wir jetzt zum Hotel. Da ist ja dieser Topf, hast du ja gesehen, ne? Dieser Topf über so dieser Lavagrill. Ja. Wenn du da jetzt den Käse reinschmeißt, dann kriegst du so eine komische Konsistenz da irgendwie. Sweet Hair. Ja. Wobei das auch Quatsch ist, was hat das mit Teer zu tun, aber ja. Damit kannst du keine Löcher stopfen mit Käse, aber. Jawohl, alles aus der Tasche. Schön. Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Ach, ohne Grund. Ich werde den Topf nicht ohne Grund. Wir müssen erstmal mit Haggis reden. Oh, nerv. Saugeil, ein Grill direkt über der Lava, ne? Das ist geil. Da sind Ideen, du. Müssen wir jetzt die Flasche Lotion versuchen zu nehmen? Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Handlotion bei Piraten. Mhm. Haggis? Hi? Meine Güte, das ist eine große... Muss irgendwie dann einfach nur erwähnen, damit du das richtig nehmen kannst, und diese... Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig die Haut vorzeitig. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei, und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, ganz sicher. Wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+, könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Das ist so geil. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen... Ja, du musst leider diesen Dialog mit denen sabbeln, ne? Ja. Vielleicht können wir einen Handel machen. Er muss dir sagen, dass dein Handel das Schiff reparieren. Zu teer besorgen. Vor allem, wenn das Schiff mal so gestrandet ist, wie willst du das da wieder... Das kriegst du auch gar nicht mehr da raus. Das, guck dir mal dieses eine Loch da. Dieses Loch neben der Leiter, da guck dir das auch mal an, ey. Aber Fakt ist, da kriegst du gar nicht mehr... Das kriegst du auch nicht mehr ins Merken. Nee. Sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben? Ei, ich geb dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann. Zusammenflicken kann, ja. Nee, warte mal, so.
was willst du als Gegenleistung für die Lotion? Noch mal sagen? Wir müssen den Schiffsrumpf versiegeln, aber wir haben kein Teer. Wenn du einen Ersatz für Teer findest, kannst du die Lotion machen. Dann war's das. Ja, alles klar. Ich lass dich wieder an die Arbeit. Okay, dann... Ich glaube jetzt, weißt du, Matze, wir müssen einfach nur den Topf jetzt nehmen. Da wollte er es nicht. Da hat er nämlich gesagt, als ich das gemacht habe, ne? Okay. Ich werde den Topf nicht ohne Grund jetzt... Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir mitschleppen. Jetzt hat er ja. Aber jetzt müsste ja, genau, jetzt wenn ich den Topf jetzt einfach nehme, müsste er den automatisch zum Strand tragen. Das habe ich noch so in Erinnerung von damals. Ach, Spiele sind mir, weißt du, besser in Erinnerung geblieben, als so manches andere im Leben. So, ja, haben wir endlich. Sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Ja, mit leichtem Pfeffergeschmack. Ei, Jungchen, schnapp sie dir. So, dann haben wir jetzt die Lotion. So. Die brauchen noch das Ei vom Strand, Matze. Aber wie kriegen wir das nochmal? Weißt du noch? Weißt du, du weißt, wie das... Naja, das ist ein ganz normales Ei. Wieso Fabergé-Ei? Das ist ein ganz normales... Nee. Das war in der... Fabergé-Ei war in der Schlange, wo die das ausgekotzt haben, weißt du noch? Auf Plunder Island. Ah, da oben das Ei. Das Ei, genau. Das, wie zum Geier... Warte mal. Ah! Wieder eingefallen. Gut, dass ich... echt. Siehst du, Matze, gut, dass du mich hast bei dem Let's Play. Ansonsten wirst du gar nichts mehr. So, und wie kriegen wir das Eis da runter? Warte. Dagegen treten, oder was? Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht schütteln. Schütteln. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Was hast du im Repertoire? Ein Hammer. Ja. Sollte doch reichen, oder? Oder was anderes? Das Ding doch nicht. Ich meine, den Holzbohrer doch nicht, ne? Nee, der Hammer ist das einzige eigentlich. Ja. Alles klar. So, dann brauchen wir noch eine Zutat, Matze, für, und zwar eine Pfefferschote, für das Antikatermittel. Aber das sind so alles so friedliche Orte hier, ne? Hm. Finde ich echt gut. Da hinten ja, quasi... Oh, die Windmühle schön gemacht. Ne? Da, ja. da wohnt sie da aus wie ein Käse, gell? Aber passt zu dem Rest irgendwie. Ja. Ich habe früher ein bisschen so gedacht, weißt du, dass es ein bisschen übertrieben ist alles, aber man muss sagen, dass... Das Spiel ist doch mit Liebe gemacht, muss man sagen. Weißt du? Ja, das ist anders als heute viele Dinge sind. Nicht nur Spiele. So. So, jetzt müssen wir, Matze, jetzt müssen wir das Antikatermittel dem Barkeeper geben. Da steht gleich wieder eins. Ja, vor allem wenn du sowas trinken würdest, ne? Okay, dieses Ei weiß ich ja nicht, was. Ei ist ja nichts, aber Pfeffer und dann... Die Chili-Dinger da? Ja, genau. Boah. Da brennt ihr der Markt. War das nicht bei Zurück in die Zukunft 3 am Ende? Hat er auch so, Doc Brown hat auch sowas reingekippt, weißt du noch? Ja, ja. Genau, da hat er auch so irgend so ein Gebräude aus irgendwelchen scharfen mexikanischen Gewürzen. Aber ich glaube, wir müssen ihm das geben, weißt du, wenn er mixt das, weißt du? Also Hundehaare in einem Getränk, ne? Bah! Junge, du siehst ja furchtbar aus. Hör auf zu schreien. Was ist das? Dieser stinkende alte Hund hat mich gebissen und ein Büschel Haare an meiner Hand gelassen. Shh, danke. Ah. Das passt hervorragend zu meinem Antikatermittel. Wie der da rumhängt, ey, das ist, So, das Ei. Was war noch, Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Shh, danke. Warte mal. Dann die Pfefferschote, ne? Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Shh, danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Sehr geil. Oh, vor allem, wenn du was trinken würdest, ne, dann geht's ja gut jetzt danach. Du würdest ja erstmal zum Wasser rennen und dir 10 Liter Wasser reinkippen. Ja. Warte mal.
Müssen jetzt einen Grog bestellen, glaube ich. Und, weißt du wieso? Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätte ich ja, das verstirbt, ne? Ja, aber du brauchst auch noch einen Schirm. Geben Sie mir einen. Du brauchst diesen Schirm nachher um von dieser Insel als Fallschirm. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Von der Totenkopfinsel. Genau. Grapefruit und Hackfleisch. Ja, aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Das ist eine Wichsel. Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Ja, das ist normal ein Regenschirm. Typisch Monkey Island, wie geil. Ach, die Musik ist wieder so herrlich im Hintergrund. Das hat sie geöffnet. Wir müssen jetzt, Matze, damit wir in diese... Wir müssen in diese Gruft jetzt rein, ne? Mhm. Aber um das zu erreichen, reicht eigentlich einen normalen Grog zu trinken. Wir müssen, glaube ich, das mit Alkohol mischen. Was war das, Grüne? Ach. Das ist dieses Rübefrei, das ist das so, Antikatermittel. Ja. Aber Rübefrei, ne? Das ist auch geil. Ja. Rübe, das B ist ja einzeln, das ist egal. Mann, meine Fresse, jetzt stell dich... Ey, Guybrush, ne? Karibischer Kollaps. Umso ansprechender. So. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person... Ja, sie sammelt sich dann Wolf, ne? Zeichentrick Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Boah, Alter, ey. Das Zeug. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Oh, der sieht aber übel aus, so. Landen wir jetzt bei Stan, oder? Sagte also der Leichenbestatter? Ich oder in der Gruft. Ich wollte ein Sackträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Oh. Du bringst mich zum Platz. Aber wir mussten... Also, ich erinnere mich noch an was. Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Wir mussten zu der Familie diese Meistersuppe gehören, weißt du noch? Ja. Und dann konnten wir erst im Grab. Da wir dann bei Stan. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Das ist das Ende des Spiels. Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von Lukas Arzt nicht sterben. Jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ja, es ist schlecht fürs Geschäft. Ruhe in Frieden und all das. Das ist auch so geil, wie der alles... Guck mal, das ist eigentlich so eine normale, so eine Gruft, ne? So ganz normal. Aber guck mal, da liegen überall die Totenschädel. Totenschädel, wo irgendwelche Hier, da war gerade... Du hast 0 von 800 Punkten erreicht. War wieder eine Verarsche von Sierra.